Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fieber 2 hier bei Heisenberg. Zack, so, da fährt unser Zug zurück, den wir gestern ja kreiert haben und mit dem wir auch mitgefahren sind nach Heisenberg City rein. So, wir düsen mal nach Berlin rauf. Wir machen heute zwei verschiedene Sachen, beziehungsweise, ja gut, das ist jetzt nicht viel. In Berlin möchte ich einfach mal schnell gucken, wenn ich es finde. Hier hinten. Ja, dass wir das Städtchen mal ein bisschen größer hinkriegen. Also, Berlin. Editor, was haben wir denn hier? Wohngebäude 200, da machen wir mal viel, viel mehr. Kann ich hier diesen machen? 500, ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir schauen mal, bitte nicht abstürzen. Gewerbe gehen wir auch mal rauf. Industrie würde ich sagen, lassen wir mal. Gehen wir hier mal auf die 220. Und dann sollte das hier doch nochmal einen Schub kriegen, das Ganze. Weil für Berlin ist das zu klein. Eben, ihr habt auch vorgeschlagen, das Ganze nochmal abzureißen. Kann man machen, wenn man hier draufklickt, dann mit dem Bagger. Würde ich eigentlich lassen. Ich würde das tatsächlich lassen. Und hier eben, wenn jetzt die Stadt nicht auf die Idee kommt, hier noch Häuser hinzustellen, dann machen wir das in den nächsten 2-3 Folgen. Also das ist ganz klar. Weil hier dieses Brandenburger Tor, das gehört bevölkert. Hier der Kreisel wird genutzt, das ist eigentlich in Ordnung. Das passt soweit. Ja gut, jetzt was machen wir heute? Ganz einfach, wir werden hier eine Stadt hinsetzen, so wie ich das schon angekündigt habe. Hier haben wir so viel Platz, hier haben wir Wasser, ist doch wunderbar. Und was wir auch machen, wir beginnen mit der Hybridlinie. Wir werden jetzt, würde ich vorschlagen, mal die Stadt hinsetzen, beziehungsweise den Bahnhof etc. Und danach gehen wir zur Hybridlinie über. Weil der Punkt ist, ich möchte, warum kann ich denn jetzt hier abreißen ohne Probleme? Normalerweise backt es doch in der Gegend rum. Na gut, ich will mich nicht über Sachen beklagen, die okay sind. Was wollte ich sagen? Genau, die Hybridstrecke, die bauen wir nicht in einem Atemzug, sondern das werden wir in verschiedenen Etappen machen. Wir brauchen einen Bahnhof, liebe Leute. Haben wir irgendwo noch einen Bahnhof, den wir noch nicht haben? Wahrscheinlich nicht. Hauptbahnhof Leipzig, der steht in Leipzig logischerweise, Düsseldorf haben wir, Dresden-Neustadt haben wir. Ich glaube, wir haben halt tatsächlich alle, die Hochbahnhöfe haben wir auch. Moment, wir brauchen nur ein Personendingens. Ja, ich würde hier, ja vielleicht nicht was Riesiges und was eher Normales. Den haben wir hier auch schon. Diesen, die Clacton Station. Ihn hier, den Elbbrückenbahnhof auch. Das hier, das steht in... weiß nicht, aber steht Jumbo, dieser Bahnhof. Den Hamburger haben wir ebenfalls. Wir haben eigentlich alles. Ich würde, lange Rede, kurzer Sinn. Was ist das hier? Ach, Dresden nochmal, okay. Hauptbahnhof Erfurt, haben wir den schon? Ich nehme den mal raus. Den haben wir da auch schon. Aber jetzt die ganze Map absuchen, ob wir den schon haben, ist irgendwie auch irgendwie nicht ideal. Da haben wir tatsächlich noch Erfurt Beta. Okay, mach mal. Also so haben wir den mit Sicherheit noch nicht. Ich würde den machen. Ich würde jetzt aber die Stadt nicht, da muss ich euch enttäuschen. Ich habe immer wieder jemanden, der schreibt, mach mal noch Erfurt hin, mach mal noch Erfurt hin. Wir haben abgestimmt über die Städtenamen. Da war Erfurt nicht dabei. Und hier am Meer hätte ich gerne, muss ich gestehen, ein Genua. Hier machen wir ein Genua hin. Ich würde aber trotzdem jetzt, weil ich einfach ein frecher Kerl bin, diesen Bahnhof hier verwenden. Oder wir machen Folgendes sogar. Das habe ich so auch noch nicht gemacht, aber das wäre natürlich auch eine Idee. Dass wir mal wirklich alles noch abflachen. Beziehungsweise, dass das alles die gleiche Höhe hat hier. Ja gut, das ist ja dann abflachen. Dann haben wir auch mit den Gleisen und mit den Straßen ein bisschen mehr Freude, behaupte ich mal. So, ist zwar direkt am Wasser, da ist eh alles flach, aber ihr seht, ein bisschen was machen kann ich eben trotzdem. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles wieder irgendwie... Ah, oh, nö, da haben wir die Höhe. Guck mal, man sieht, da gibt es gleich eine Felsküste. Sehr gut, Felsküste, ahoi. Das müsste plus minus etwa hinkommen. Jetzt schnappen wir uns wieder den Bahnhof. Ich bleibe bei dem, den ich ausgesucht habe und setze den mal so, dass er im Prinzip mitten in der Stadt drin dann wäre. Das wäre hier. Dann werden auch gleich die Gleise rausziehen, würde ich vorschlagen. Dann könnte ich hier aber noch ein bisschen runter. Warum ist der denn so hoch? Das müsste doch jetzt eigentlich auf beiden Seiten gleich hoch sein. Wenn ich hier so runtergehe, ne, guck mal. Ach so, dann ist das ganze Ding ist da tiefer. Okay, ist eigentlich logisch. Dann würde ich das nochmal kurz hier in die Höhe befördern. Das ist eigentlich der Grund, warum ich es abgeflacht habe. Ah. Ja. Nee, dann vielleicht doch die Straße ein bisschen unten. Ich möchte die Gleise eigentlich so haben. Ja, machen wir es so. Ich hoffe, ich komme da nicht in den Tunnel rein. Wir werden sehen. Dann ist das Ganze fast schon ein bisschen unterirdisch. Machen wir dich mal hier hin. Und dann würde ich jetzt tatsächlich zuerst die Gleise setzen, bevor wir irgendwas anderes machen. Wie sieht das aus mit den Straßen? Da können wir auch was machen. Das ist sogar mit Gleis hier das Ganze. Haben wir hier noch? Guck mal, hier haben wir sogar eine unterirdische Haltestelle. Das ist ja sehr schön. Also, machen wir zuerst die Straßen. Ich denke, das ist naheliegender. Zumindest das, was wir brauchen. Städtisch. Straße städtisch. Einmal hier lang.
Den Rest kann dann tatsächlich einfach das Spiel machen, die KI. Wir können das ja mal verbinden. So, hier noch irgendwie eine Straße. Und hier noch eine runter. Viel mehr machen wir hier gar nicht. Dann schnappen wir uns die Gleise. Machen wir noch was, was wir reservieren? Eigentlich nicht. Nee, im Prinzip nicht. Aber die Gleise, die müssen natürlich schon mal liegen. Also, euch ziehen wir mal hier lang. Einfach, dass die Stadt natürlich hier nicht hinbaut. Sag mal, haben sie nochmal ein Update gemacht? Also, ich habe nichts gemacht und jetzt, das baut sich ja wieder wie früher. Sprich, dass wir keine Dings haben. Ich kann ja mal versuchen, das Ganze abzureißen. Da ist ja meistens das Problem. Aber abgerissen haben wir heute auch schon. Also, von daher, die Fabrik haben wir abgerissen, glaube ich. Jawohl. Mach das mal so. Ich denke mal, die Stadt kommt nicht auf die Idee, dass sie da noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich werde hier mal noch andocken. Ist das angedockt? Ne, Moment, machen wir so. Dann haben wir es angedockt, automatisch. Einmal diesen, einmal da rein. Weichen und so machen wir dann, wenn wir die Linie machen. Jetzt geht es wirklich einfach darum, dass wir uns hier den Platz reservieren. Und dann können wir mit Brücken arbeiten, zum Beispiel so über den Bahnhof rübergehen. Gut, hier haben wir es schon mal. Hier würde ich das Ganze anders gestalten, weil hier haben wir tatsächlich Kollege Wasser. Das war mit dir mal hier so ein bisschen ans Wasser rangehen. Weil in die Richtung müssen wir nicht. Hier hinten ist definitiv nichts. Das heißt, wir werden mit allen Linien in die Richtung düsen. Und wenn wir das haben mit den Gleisen, jup, dann stellen wir die Stadt drauf. Ist immer schlauer, weil so kriegt man natürlich den Bahnhof in die Stadt rein. Das geht sonst fast nicht. Aber so geht's problemlos. So, hier machen wir eine Weiche. Jawohl, einmal diesen. Dann machen wir, würde ich sagen, hier eine engere Kurve. Dass wir in die Richtung noch weggehen. Weil von hier aus wollen wir natürlich auch Richtung Beach Resort. Wobei, gut, das machen wir dann ja aus der anderen Richtung natürlich nicht von hier kommt. Aber hier geht es Richtung ja, Leipzig und so weiter. Das würde ich gerne mal so haben. Dann hätte ich hier gerne eine Weiche. Und hier hätte ich gerne ebenfalls eine Weiche, wenn es noch geht. Nee, geht nicht. Dann machen wir den so. Und machen den so einmal da rein. Sehr gut. Wie gesagt, geht ums Reservieren. Das haben wir jetzt. Da haben wir aber noch weitere Gleise. Ach, da docken wir einfach mal nochmal an. Hier bitte unauffällig folgen. Dankeschön. Dann geht das dort dreigleisig rüber. Einmal diesen. Dann haben wir hier allen Ernstes nochmal Gleise. Dann würde ich sagen, setzen wir mal zu einem fröhlichen Bogen an. Also das geht dann irgendwie eben doch noch. Ne, wobei wir haben hier unten ja noch Gleise. Wir haben hier doch wieder ordentlich Gleise. Ich mache das mal so. Das geht ebenfalls in die Richtung hier. Hätte ich aber gerne wieder angedockt, das Ganze. Das dockt gerade nicht, das kriegen wir aber gedockt. Jawohl, jetzt macht's das, was es soll. Geht da rein. Und hier gehen wir wieder hier rein. So, da brauchen wir natürlich hier noch Weichen. Das machen wir aber dann, wenn wir die Gleise brauchen. Im Moment brauchen wir sie nicht. Im Moment brauchen wir eine Stadt. Reicht das nun tatsächlich schon? Doch. Sonst müssen wir halt wieder ein Teil abreißen. Also das ist dann auch egal. Also, lasst mich gucken. Machen wir die... Ich würde die sogar riesig machen, die Stadt tatsächlich. Damit die hier, wenn es irgendwie geht, an beide Ufer rankommt. Dann können wir noch einen Hafen machen und so weiter. Das ist ja auch wunderbar. Ich brauche Städtchenbau. Städtchenbau haben wir hier. Kapazität. Das hier würde ich so lassen, das Gewerbe. Ja, machen wir tatsächlich. Machen wir eine Riesenstadt. Das hat wieder performance-technisch dann nicht so ideal. Aber wir machen eine Riesenstadt. Komm hier. Hier am Wasser. Da hinten ist Oberböser, da oben Berlin, dann gibt das hier. Und Genua ist sowieso eine große Stadt. Die Frage ist jetzt natürlich, wo klicke ich? Ich würde schon sagen, wir haben hier den Bahnhof. Dann werde ich nicht hier hinten klicken, sondern ich klicke hier beim Bahnhof, damit sie mit Sicherheit hier Häuser außenrum stellen. Mach mal. Zur Not reißen wir es wieder ab. Aha, da wird eher auf dieser Seite der Gleise gebaut. Ja, aber hier auch. Das wird zumindest geprüft. Streithausen. Leute... Genua ist gestorben. Wir lassen das so. Streithausen ist da ein wunderbarer Name. Wie gut ist das denn? So, und jetzt sehen wir hier. Jawohl, die haben das schon schön ausgenutzt. Ist natürlich jetzt im Vergleich noch, ja doch, doch schon eine größere Stadt. 200, oder Blödsinn, was sage ich denn? 537 Bewohner. Das heißt, das ist tatsächlich schon ein größeres Städtchen. Jetzt würde ich schauen, dass wir das, ne, guck mal, das Straßennetz ist bereits vorhanden. Führt darauf und führt hier runter. Wir werden jetzt hier aber noch keine Züge machen, würde ich sagen, sondern jetzt gehen wir tatsächlich über. Ich möchte ja noch schnell gucken. Oh, das sieht ja schon klasse aus hier. Mit hier unten durchfahren. Hier. Steigen wir mal schnell ein. Okay, da haben wir irgendwie wieder leider ein bisschen Grafikbug, wie man sieht. Wir schieben da irgendwas vor uns her. Aber hier ist dann Feierabend.
Boah, cool. Transportfieber steht da noch drauf auf dem Bahnhof. Sehr schön. Cool. Boah, ich liebe es, neue Städte zu pflanzen. Ist ja gleich wieder, wir haben wieder dermaßen viele Möglichkeiten, die wir hier machen können. Und im Moment haben wir hier Performance ohne Ende. Guck mal, das ist ja wirklich, es dreht, macht und tut, das ist eine wahre Freude. Gut, oder sagen wir vielleicht doch eine Zuglinie? Das Problem ist halt, wenn ich jetzt hier wieder eine Zuglinie mache, dann kommen wir wieder nicht zum Hybrid. Aber ich guck mal auf die Uhr. Wir hätten 20 Minuten Zeit für die Hybridstrecke. Nee, ich würde hier, einen Zug würde ich schon mal machen. Und zwar, jetzt muss ich schnell gucken. Das hier ist eine Landstraße. Da könnten wir hier rüber nach Surabaya. Dann hätten die auch nochmal einen Zug. Das ist ja so verkehrt nicht. Aber sollen wir nicht einfach wieder Gleise nutzen, die wir schon haben? Hier oben eine Brücke führt hier runter und führt uns rein nach Surabaya. Das wäre doch schon mal ideal. Dann würde ich hier raufdüsen. Heißt, wir schnappen uns irgendwie eins dieser Gleise. Und zwar, guck mal schnell, würde sogar das hier nehmen, dass das mal darauf geht. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wo sollen wir da in die Gleise rein? Auf der Brücke ist natürlich nicht so clever. Wenn man das zweigleisig logischerweise. So, und machen hier nochmal eine Weiche, die hier reingeht. So, bemalen und so weiter werden wir dann auch noch. Das ist selbstredend. Jetzt muss ich aber echt ein bisschen gucken, wie wir hier reinkommen wollen. Wer fährt denn hier überhaupt? Ist das in irgendeiner Form zweigleisig? Oh ja, da fahren doch schon ein paar. Ist das in irgendeiner Form zweigleisig? Jawohl. Ist es. Dann können wir aber hier nicht irgendwie rein. Das ist die Gegenrichtung. Wir könnten hier natürlich unten durch und hier wieder rauf. Da kommt eh gerade der Zug. Den können wir noch schnell mitnehmen. Das ist dann ein Kollege von uns, der das gleiche Gleis benutzt. Sehr schön. Und hier die Straße haben wir ja auch noch. Oder zwischendurch mit einem eigenen Gleis. Dass wir hier das Ganze dreigleisig machen. Wisst ihr was? Ja, wobei, ist eigentlich blöd. Da machen wir wieder nochmal ein zusätzliches Gleis, das wir so gar nicht brauchen. Nee. Wir gehen hier rein. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie rauskomme. Eine Weiche müssen wir ja auch haben. Nee, haben wir nicht. Müssen wir dann noch machen. Wenn ich das so mache. Vielleicht sogar auf eine Brücke rauf. Ja, ist eigentlich fast besser. So, wenn wir hier die Brücke haben. Jetzt haben wir tatsächlich wieder, dass es rechnet, weil irgendwie eine Straße drin ist. Nur eine Straße. Brücke, vielleicht sogar die gleiche. Wie wir da oben haben. Wie wir sie da oben haben. War das irgendwas mit Rot? Wie könnte es gewesen sein? Ja, das müsste es eigentlich auch sein. Ich kann leider das Spiel gerade nicht bewegen. Ja, das ist er. Okay, sollen wir die machen? Ich würde sagen, ja. Und dann gucken, dass wir da hinten reinkommen. Bau die mal. So, dann bitte da rein. Jetzt muss ich aber nochmal gucken, sonst haben wir wieder den Gelle-Effekt. Gelle hat sich schon gewundert, dass er einen eigenen Effekt kreiert hat. Oh, aber das ist irgendwie... Nee, das ist doch aufwärts gerichtet. Das möchte ich tatsächlich auch nicht. Mach nochmal weg. Das machen wir vernünftig. Das sieht schlicht und einfach nicht gut aus. Also ich möchte das ebenerdig. Oder wie sagt man dem? Ihr seht es gleich. So. Auch das geht nicht. Okay, das könnte ein Grund sein, warum ich es nicht so gemacht habe. Ja, warum geht das denn nicht? Das müsste doch genug Höhe sein mit M. Jetzt rechnet es wieder. Da war gerade eine Stelle, da hat es glaube ich geklappt. Wir hätten aber das trotzdem bauen. Moment, ich suche mal die Brücke nochmal aus. Ja, Kollision. Womit denn? Wir ziehen mal. Ja, jetzt geht's runter. Das wollen wir ja auch nicht. Hä? Warum geht das denn runter? Ich gehe mal eins rauf. So ist eigentlich okay. Also mir gefällt das so. Wie sieht das hier hinten aus? Eigentlich auch okay. Ja, aber warum haben wir jetzt eine Kollision? Vorher ging's doch. Jetzt möchte er nicht mehr. Kollision, Kollision. Ich glaube, ich habe hier hinten was falsch gemacht. Da kommt aber auch gerade ein Zug. So, versuchen wir es nochmal. Das kriegen wir jetzt hin. Da bin ich guter Dinge. Das hier war es und das hier. Jawohl, jetzt haben wir keine Kollision. Jetzt funktioniert es. Jetzt sieht es auch vernünftig aus, finde ich. Okay, da rein. Ne, eben. Ich muss ja nochmal gucken. Mach das mal nochmal weg. Dankeschön. Das brauchen wir noch nicht. Das hier ist das rechte Gleis. Also müssen wir hier ins rechte rein. Und zwar hier. Dann hätten wir hier die geschwungene Brücke. Da würde ich doch glatt. Ihr ahnt, was kommt. Vielleicht mal wieder einen weißen Damm. Ja, der sieht halt farblich nicht gut aus. Das gefällt mir wesentlich besser. Hier gibt es einen Damm. Dann haben wir hier alles. Eine Brücke, einen Damm, die alte Steinbrücke. Jawohl, Dammahoi. Und wenn ich das jetzt richtig überlegt habe mir, dann müsste das jetzt eigentlich funktionieren. Sprich, jawohl, passt. Die Frage ist halt, ob er hier vernünftig rauskommt. Man reiche mir das Gleis. Jawohl, dann kommen wir hier in die Brücke rein. Das ist schon mal okay.
Einmal darüber. Na, jetzt rechnet es wieder. Hier ist wieder irgendwie eine Straße, dann muss wieder irgendwie komisch gerechnet werden. Einfach rübergehen. Spiel. Zu Beginn hatten wir jetzt gar keine Probleme. Jetzt haben wir sie ein bisschen während dem Bauen. Ich hänge da nicht dran. Da steht immer noch trotzdem Bauen. Jetzt ist es weg. Komm du mal mit. Genau so wollte ich. Brückenpfeiler-Kollision. Im Ernst jetzt? Oh, wir haben ja irgendwo noch einen Brückenpfeiler in dem Gleis drin. Ich meine, ich könnte es trotzdem bauen, aber irgendwie gefällt mir diese Brückenpfeiler-Kollision nicht. Wir machen das mal in kleinen Schritten. Das müsste irgendwie funktionieren. Schon wieder Brückenpfeiler-Kollision. Er stellt sie halt mitten in die Straße rein. Das können wir aber tatsächlich problemlos beheben. Richtig. Wir opfern die Straße. Dann haben wir keine Kollision mehr. So, und jetzt werden aber, damit ich es nicht vergesse, nicht Gebäude, sondern Straße. Ländlich. Zack, das Ganze nochmal sogar mit Kurve hier versehen. Wie sie da wieder drehen. Da hat jemand die Straße gemopst. Ihr kriegt sie doch gleich zurück. Ja, das ist dann hier halt ein bisschen geschwungen. Bin ich eigentlich auch okay. Da müsste man eigentlich fast noch eine Achtung-Tafel hinstellen. Aber hier ist, hier muss was hin. Weil das macht keinen Sinn, dass hier so geschwungen wird. Ich stelle hier irgendwie ein random Gebäude hin. Irgendwas, was ich auf die Schnelle finde. Wenn ich was finde, was ist das hier? Eine Schüttgutverladung. Eine Kontrollkabine. Was machst du? Deine Kuh ist aber zu klein. Was ist das hier? Nee. Irgendwie, keine Ahnung, Industrie. Wo habe ich denn die Industrien? Hier habe ich die Industrien. Riesenteil. Ja, aber das passt doch. Das ist ungefähr, was ich wollte. Und zwar in die Richtung mit Zufahrt. Ja, da macht es eben auch Sinn, dass hier tatsächlich die Straße gebogen ist. So, wir schnappen nochmal schnell eine Straße. Also das irgendwie... Ja, wobei, das müssen wir eigentlich nicht anschließen. Es geht zwar. Wisst ihr was, dann schließen wir mal. Ich glaube, hier geht es wahrscheinlich dann nicht mehr. Ne, da haben wir eine Kollision. Ah, Moment, doch, es geht. Und hier noch. Da geht's auch. Zack, wunderbar. Gut, so auf die Schnelle. Aber hier, also das ist hier irgendwie schon... Wir brauchen hier doch eine Tafel. Also das kann ich so nicht verantworten, Leute. Das geht nicht. Was hat man denn da? Achtung, im Prinzip hat man eine scharfe Kurve. Achtung, ja genau sowas. In die richtige Richtung müsste das noch sein. Und das wäre in die richtige Richtung. Eine üble S-Kurve. Da gehört noch ein gefährliches Schild hin. Wenn man es genau nimmt. So, hier noch. Ah, ich liebe solche Sachen. So, dreh nochmal. Jawohl, einmal diesen und zack. Und dann haben wir das auch erledigt. Gut, jetzt macht das auch Sinn mit der Kurve. Wir sind aber stehen geblieben hier. Bei der Eisenbahn. Ja, ist okay. Ist ein bisschen... Das ist halt wieder irgendwie zu hoch. Meine ich das nur? Komm, das kriegen wir noch schöner hin. Ich möchte mich jetzt zwar wirklich nicht mit dieser Brücke aufhalten, über Jahre hinweg, aber... Vor allem nicht, wenn das Abreißen unperformant ist. Nee, das ärgert mich. Wenn ich das sehe, ärgert mich das. Du kommst nochmal weg, du kommst nochmal weg. Weil das haben wir eigentlich relativ schnell gemacht. Ein Gleis. So, dann hier die Höhe beibehalten. Jawohl, und dann geht's nämlich. Und dann hier rein, mit der Brücke. Sehr gut, jetzt sollte dort nämlich die Weiche vernünftiger aussehen. Das können wir vielleicht sogar lassen. Jawohl, das kleine Teilstück. Und gehen dann... Momento. Hier raus. Jawohl, da müssen wir mit dem Signal dann nochmal gucken. Guck mal, jetzt. Jetzt finde ich das wesentlich besser wie vorher. Jawohl, jetzt ist das richtig. Genauso wie es sich gehört. Bestens. Also, dann düsen wir hier lang. Ja, im Prinzip haben wir die Strecke. Hier vorne geht es nach Surabaya. Ja, dann haben wir natürlich wieder nur die Möglichkeit hier in eines dieser Gleise rein, wo die Züge durchfahren. Würde ich anders machen. Ich würde hier... Guck mal, wir haben hier ja eh eine Ausfädelung. Dass wir hier lang düsen. Genau. Das haben wir ja schon gebaut. Und hier unten reingehen. Hm? Wir haben hier nirgends einen Zug. Nicht bei den Gleisen. Gebaut haben wir aber schon. Ja, dann machen wir das. Gut, dann können wir schnell gucken wegen den Signalen. Ja, die Hybridstrecke wird wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr klappen. Nicht, wenn wir noch einen Zug kaufen und mitfahren. Aber dann werden wir die morgen machen. Das kann ich euch versprechen. Das kommt jetzt definitiv dran. Signale. Irgendwie sowas in der Richtung. Und dann, ja, einmal hier. Und einmal zack, hier. Dann haben wir dort hinten was, das passt. Dann haben wir hier noch ein Signal. Und dann haben wir hier noch eins. Und dann machen wir ein, zwei Blöcke.
Und da vorne haben wir, glaube ich, eh eine Weiche. Jawohl, da haben wir sie ja schon. So, dann gibt es hier noch was. Sehr gut. Und hier drin würde ich es mal lassen. Beziehungsweise hier brauchen wir natürlich noch Weichen. Stimmt das denn jetzt so? Wenn man aus der Richtung kommt, ist schon mal richtig. Dann machen wir hier zack einen Block hin. Da haben wir einen Block. Hier haben wir einen Block. Ja, von den Blöcken her okay. Hier geht es raus. Das ist aber eingleisig. Und hier wird es dann zweigleisig. Da haben wir die Signale. Das passt. Lass uns mal gucken, was das Spiel dazu meint. Wenn wir hier zack den Bahnhof anlaufen. Und hier in unserem neuen Städtchen Streithausen. Ja, das wurde, glaube ich, bereits erledigt. Was haben wir denn hier noch für eine Linie 1? Oh, habe ich die noch nicht benannt? Das ist unsere IR von gestern. Okay, da muss ich mal ganz schnell zack, den hier haben. Und schauen, was wir da für eine Nummer haben. IR, IR. Die 10, oder haben wir die schon? Nö, das wäre tatsächlich die IR 10 hier. Also, IR 10. Interregio 10. Von Surabaya. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Sehe ich das gerade irgendwo? Nee, sehe ich gerade nicht. Aber das müsste ungefähr hinkommen. Ich könnte die Linie verwalten machen. Ist das dann noch drin? Surabaya. Surabaya. Perfekt. Und zwar nach Heisenberg City. Via. Ist ganz klar. Halt, da fehlt aber noch ein Strich. Den hätte ich noch gern. Ein Bindestrich. Einmal so. Und dann haben wir die benannt. Gut. Dann brauchen wir die andere Linie 2, die jetzt eigentlich die Linie 1 wäre. Und zwar nur die. Dankeschön, damit wir sehen, was die macht. Die werden wir noch nicht benennen. Die fährt hier in das Gleis rein. Das ist ihr gutes Recht. Und wird nicht zweigleisig. Das ist nicht ihr gutes Recht. Warum wirst du nicht zweigleisig? Haben wir hier keine Weiche? Hier vorne wahrscheinlich beim Ausfädeln. Doch, hier hätten wir eine. Wir müssen einen Wegpunkt setzen. Ach, hier ist er halt in das naheliegendste Gleis rein. Eigentlich brauchen wir vielleicht... Jetzt ist der Fahrzeugzustand schon wieder schlecht. Lass mich schnell gucken. Fahrzeuge verwalten. Alle. Wo muss ich denn hier auf alle gleich nochmal? Wir haben hier 25 Fahrzeuge. Ach so, ich bin nicht ganz oben. Okay. So, jetzt müsste ich... Jetzt bin ich wieder hier unten. Ist das Fenster zu klein? Warum geht das gerade nicht? Ach so, nee, Moment. Ich muss erstmal... Nee, muss ich nicht. Ich mache die mal auf sehr hoch. Hier haben wir alle. So, aber mehr als klicken kann ich nicht. 363. 25 Fahrzeuge weg. Sag mal, so schwierig kann es doch nicht sein. Jetzt. Jetzt haben wir alle gewählt. So, und jetzt gehen wir hier rein. Machen den hier. So, und dann wird das neu geladen. So, so schwierig war es doch gar nicht. Und dann haben wir tatsächlich jetzt alle. Gut. Also, und hier wollen wir einfach den Bahnsteig ändern. Dann müsst ihr eigentlich die Linie selber merken. Dass das nicht ideal ist, was sie will. Wir gehen mal in die 1 rein. Dann müsst ihr außen rumfahren. Machen wir das? Nö, irgendwie macht er jetzt was ganz anderes. Ist ja interessant. War schon die Linie 2? Sag mal, Linie 2, was machst du? Das ist gar nicht mehr hier drin. Die Farbe hat er nicht geändert, ne? Wir haben aber auch keine Fehlermeldung. Sag mal, wo ist denn jetzt die Linie hingekommen? Habe ich irgendwas verdattelt? Ich mache mal L. Da ist mein L. So, wir schnappen uns das nochmal raus. Jetzt sehe ich sie wieder. Keine Ahnung, was ich verdattelt habe. Ist jetzt aber auch egal. Guck mal, zweigleisig ist es nämlich. Wir haben hier ein Signal. Hier ist es nicht zweigleisig. Da müssen wir eventuell noch eine Weiche haben. Ja, da kommt er nicht rüber in die 1. Okay, das können wir natürlich noch angehen. Dann rechnen wir ein Gleis. Wir haben natürlich noch gar nicht gearbeitet. Und daher ist es fast klar. So, jetzt ist es zweigleisig. Dann haben wir dort das Signal. Gut, nochmal schnell die Linien aufrufen. Ich möchte nochmal hier hinten gucken. Nur die hier. Passt, passt. Geht hier rüber. Jetzt ist es hier wieder eingleisig. Allen Ernstes. Kommen wir hier wieder nicht irgendwie in unser Gleis rein? Offensichtlich nicht. Gehen wir mal schnell rüber. Machen hier eine Weiche hin. Einmal hier rüber. Dankeschön. Und dann sehen wir. Nee, das war auch noch nicht die Lösung. Was müssen wir denn? Von hier? Eigentlich sollte er hier lang. Und dann hier vorne. Das ist halt Mord. Da kann ich wieder nichts machen mit einer Weiche. Wir machen mal... Moment, wenn ich hier den hier aktiviere. Nutzt das dann? Ach, dann nutzt das. Okay. Aber eigentlich nur relativ kurz. Ja gut, ist halt...
Also eigentlich muss er das hier nicht nutzen. Können wir das hier vorne noch anders haben, dass er hier rüber geht? Wenn wir hier nochmal eine Weiche hätten. Oder das aktivieren. Ja, jetzt nutzt das. Dann hat er hier immerhin diesen Bereich noch, den er eigentlich gar nicht braucht. Und hier dreht er halt. Ist das denn richtig hier? Nee, ist eigentlich genau falsch rum. Seht ihr das? Nee, das würde ich so lassen. Das würde ich so eben nicht lassen. Das ist falsch rum. Warum fährt er denn jetzt hier wieder falsch rum? Macht doch nicht immer solche Sachen. Ich würde sagen, wir machen das anders. Dahingehend, wir nehmen dem die Möglichkeit, das zweigleisig zu nutzen. Indem wir hier die Gleise nochmal kappen, weil die brauchen wir im Moment noch nicht. Aha. Ja, guck mal, dann nutzt er es aber vernünftiger zweigleisig. Bis hierhin und dann ist Feierabend, okay, und dann geht er dort in sein Gleis rein. Das passt ja auch. Dann haben wir hier eine Weiche, dann haben wir hier ein Signal. Das ist auch okay. Dann wäre das hier die Regio. Oh, da muss ich nochmal schnell gucken. Moment, L. Auge weg. Regio, Regio, Regio. Das müsste die 12 oder so sein, glaube ich. Ja, da haben wir die 9. 10, 11, 12, das ist sogar die 13 schon. Okay, Regio 13. Von Surabaya. Nach Surabaya Ost? Was? Ne, Moment. Hä? Moment, Moment. Habe ich hier? Was habe ich jetzt angestellt? Streithausen ist das doch hier. Moment, nochmal schnell die Linie aufrufen. Surabaya. Ach, der Bahnhof heißt Surabaya Ost. Okay, warum heißt denn der? Ah, wir haben den gesetzt, bevor wir die Stadt gemacht haben. Werde ich gleich umbenennen. Das stimmt so natürlich nicht. Jetzt war ich gerade kurz verwirrt. Also, das geht von Surabaya. 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 Geht das nach Streithausen? Unser neues Städtchen. Ahoi. Habe ich dann Bindestrich? Jawohl. Also, dann machen wir hier natürlich nicht Surabaya Ost. Sondern das wäre dann. Achso, nee, die Linie passt. Ich brauche nicht die Linie. Ich brauche Kollege Bahnhof. Jetzt haben wir. Das hier ist Streithausen. Central. So, passt. Gut. Dann haben wir das auch. Jetzt haben wir hier kein Depot. Guck schnell auf die Uhr. Das wird schon wieder knapp hier mit mitfahren. Es ist allerdings keine lange Strecke. Ich würde hier auch nichts Riesiges machen. Ich hätte hier gerne ein Depot zwischen den Gleisen. Und zwar ein altes. So eins. So, dass das irgendwie hier steht. Und irgendwie da reinführt. Ja, so rum müsste es sein. Wir werden es entsprechend noch bemalen hier den Boden, das ist ganz klar. Das machen wir dann aber später. Da werde ich erst noch ein paar weitere Gleise haben, also sprich Strecken. Wo ist unser Gleis? Das da. Das könnte schon wieder abenteuerlich werden, hier reinzukommen. Darüber. Oh, oh. Nee, geht nicht. Aber wir können dem Zug natürlich auch sagen, da soll hier irgendwie ein anderes Gleis rein. Das würde ich mal tun. Wir verbinden das mal. Das müsste eigentlich bereits funktionieren. Jawohl, wir machen einen Zwerg hier hin. Irgendwo hier. Moment, nee, wo ist die Einfahrt? Da vorne. Zack, einmal Zwergi. Und dann sagen wir unsere Linie in Streithausen Central. Nicht in die 3, sondern gehen wir in die 2. Ach, dann haben wir einen Fehler. Dingens. Okay, dann gehen die 3. Dann habe ich das Depot aber wieder irgendwie. Im Prinzip habe ich es in die falsche Richtung gesetzt. Ja gut, machen wir nochmal ein Depot. Wir machen hier oben noch eins. Und zwar genau das gleiche, würde ich sagen. Irgendwie so. Da müssen wir doch ins Gleis reinkommen. Vielleicht sogar gleich ausgerichtet. Ein bisschen wenigstens, wenn ich das sanft drehen dürfte. Ich darf nicht, irgendwie geht's gerade nicht. Moment. Jetzt geht's. Zack, einmal so. Dann wieder ein Gleis und dann gehen wir hier rein. Wenn es geht. Dann reiche mir mein Gleis und dann kommt das hier rein. Da gibt es wieder ein Signal. Zwergi. Zack, einmal so. Und jetzt sind wir im richtigen Gleis drin. Dann kaufen wir einen Zug. Und ja, da fahren wir jetzt noch mit. Die Folge ist zwar tatsächlich fast schon rum. Die 1016 habe ich noch gesucht, genau. Wegen der ÖBB-Kette, aber die war nicht dabei. Tatsächlich. Was nehmen wir denn hier? Irgendwas Schönes, was wir noch nicht 10.000 Mal haben. Ja, ich glaube, den roten Kollegen hier haben wir. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Zumindest nicht in sämtlichen Farbgebungen. Guck mal hier, drehende Linie in Gelb. Gelb-Blau, das ist eh eine sehr schöne Farbe. Ja, in Doppeltraktion. Und zwar einen. Kaufen wir. Zuweisen wäre die erste Linie hier.
Regio, wo haben wir dich denn? Da Sucher Bayers 3000. Jawohl, funktioniert sogar. Sehr gut. Ein RAB. Ah, schönes Teil. Le Train de Vigne, das müsste... Ja, das ist immer noch Schweiz. Das ist in dem Fall entweder Jura oder Welschland. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Das ist doch ein cooler Zug. Mir gefällt halt die Farbgebung tatsächlich wieder. Ich mag dieses Gelb-Blau tatsächlich einfach sehr gerne. Und Halleluja! Herzlich willkommen, wir haben den ersten Zug in Streithausen. Auch nicht schlecht, das ging jetzt relativ schnell. So, bauen wir rein. Wir steigen natürlich gleich ein. Ach, können wir eigentlich jetzt schon machen. Zack, einmal so. Mal schnell kurz in den Führerstand gehen. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Ja, kann man so machen, würde ich sagen. Mhm, und so geht's wieder raus. Na gut, ich würde trotzdem gerne den ganzen Zug nochmal sehen. Ja, herrlich hier mit dem neuen Städtchen. Das bereits, guck mal, die haben da tatsächlich bereits die ersten hohen Häuser hingesetzt. Auch nicht schlecht. Ein schönes Bahnhofsvorfeld mit den Depots, das wir natürlich entsprechend dann noch ausbauen werden. Klar, da haben wir wieder was Zusätzliches zu tun. Hier ist noch ein Gleis, käsig. Sag ich mal so, werde ich noch korrigieren. Und eben irgendwo haben wir noch einen Pfeiler. Das müsste die gestrige Strecke gewesen sein. Das muss ich mir irgendwie merken. Bei der gestrigen Strecke... Die, die wir jetzt gerade benannt haben, da hat man tatsächlich immer noch einen Pfeiler völlig irgendwie im Gleis drin oder in der Straße drin. Das möchte ich natürlich auch noch beheben. Was wir jetzt aber machen, wir düsen mal nach Surabaya. Da haben wir noch einen Güterzug vor uns. Haben wir da noch rot? Jawohl, im Moment haben wir noch rot. Nach Surabaya rein und danach werde ich hier noch kurz diese... Ach, wir können schon fahren. Diese Dingens hier reparieren, diese eine Weiche. Und dann ist die Folge tatsächlich auch schon wieder durch. Wie schnell das immer geht. Ich sage immer wieder, ach, wenn doch ein Zahnarztbesuch auch nur annähernd so schnell ginge wie das. Das wäre schon sehr angenehm. Ja, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie schnell der ist. Das ist aber auch eher relativ irrelevant, finde ich. Oh, cool, ja eben die Farbgebung halt. Die macht bei mir tatsächlich extrem viel aus. Finde ich einen sehr schönen Zug. Vor allem genau für so einen Regiobetrieb. Da kommt noch der Güterzug entgegen. Auch schön. Ja, ja, die benutzen natürlich die gleichen Gleise. Und wir werden jetzt hier vorne irgendwo rausdüsen. Ui, haben die da einen Turm. Heiliges da in Surabaya. Ne, das ist ja nicht Surabaya. Doch, das ist doch Surabaya. Ist das Städtchen jetzt so gewachsen? Oder war das... Das ist halt auch komisch. Das ist ja tatsächlich doch schon ein größeres Städtchen. So. Aber wir haben da bis jetzt, glaube ich, zwei Zuglinien. Die scheinen nicht sehr anspruchsvoll zu sein. Stellen aber schon mal fette Türme hin. So, wir fädeln aus. Genau, einmal rüber, das ist unser Ansinnen, genau. Während eine andere Region Surabaya verlässt. Oder sogar durchgefahren ist, das ist hier ja relativ modern, dass Züge prima durch die Stadt durchfahren. Genau, hier haben wir noch Zäune gemacht, da hätte man natürlich auch Schallschutz machen können, ganz klar. Aber wir sind hier im Gewerbegebiet, also da sind sowieso Maschinen am Laufen. Hey, das ist aber echt ein Städtchen hier, guck mal. Sehr cool. Und ich muss sagen, es sieht einfach immer wieder gut aus. Also diese Städte bei Transport über 2. Ich sag gerne nochmal, City Skylines 2, das demnächst mal kommt. Orientiert euch mal an der Grafik von Transport über 2. Also wenn City Skylines 2 solche Gebäude hat, huiuiui, werde ich eh spielen. Da werde ich oft gefragt, ob ich das Let's Playen werde. Also das müsste schon komplett schlecht sein, um es nicht zu Let's Playen. Also da freue ich mich extrem drauf. Ich habe City Skylines 1 oder City Skylines halt geliebt, da gibt es glaube ich auch über 1000 Folgen auf dem Kanal. Also wenn die das halbwegs hinkriegen, werde ich City Skylines 2 mit Sicherheit auch lieben. Ob es dann 1000 Folgen gibt, weiß ich nicht. Aber es wird mit Sicherheit ein paar hundert geben, wenn das Spiel das hält, was es verspricht. Ganz klar. So, wir düsen hier in den Bahnhof rein. Da können wir nochmal kurz zack, den hier machen. Jawohl, einmal rüber. Und dann haben wir hier die erste tatsächlich Verbindung von Sandhausen. Sandhausen sage ich schon. Von Streithausen. Von Streithausen nach Surabaya. Hier werden auch Leute zusteigen irgendwann. Ganz klar, das ist eine Verbindung von zwei ja, gegenüberliegenden Städten. Das funktioniert natürlich eh. Gut, wir düsen schnell raus. Und jetzt mache ich das, bevor ich es nämlich vergesse. Hier hinten schnell mit der Weiche. Oder mit dem Gleis, das hier irgendwie nicht gut war. Hier haben wir es ja schon. Ist natürlich fraglich, brauchen wir überhaupt... Mach das mal weg. Brauchen wir hier überhaupt eine Weiche, wenn wir hier die Linie haben? Nee, brauchen wir nicht. Dann können wir es auch ganz weglassen. Gut, liebe Freunde. Wir haben eine neue Stadt, unser Streithausen.
Sehr schön. Und morgen werden wir ja definitiv zur Hybridstrecke übergehen und die bauen. Und dann möchte ich aber noch was anderes machen dazwischen, weil wie gesagt, ich möchte nicht nur Hybridstrecke bauen, möchte ab und zu dann auch mal noch was anderes machen. Aber das gucken wir morgen, wie wir das genau handhaben. Das ist ja kein Problem. Danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.